Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred, und ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, ich bin in Bronze 1, ich bin bei 660 Pokalen, habe gestern mal ein paar Pokale gedroppt. Und warum habe ich das getan? Das hat im Grunde den Grund, auch eine geile Formulierung. Das hat den Grund, ich möchte einfach mal testen, können wir mit dem Mauervernichter eine ganze Base zerlegen? Und ihr seht es schon, die Gegnersuche dauert ein bisschen länger, vielleicht muss ich auch gleich einen kleinen Cut machen. Je nachdem, ja, was ich halt finde, sowas natürlich nicht. Wir werden gleich mal gucken, dass wir eine möglichst schlechte Base finden. Ich hatte eben schon welche. Beim Runtergehen hatte ich schon welche. Und jetzt finde ich keine. Ja, sowas vielleicht? Moment, mal überlegen. Er hat eine Königin. Er hat einen König. Er hat allerdings ansonsten hat er nichts. Und wir haben noch einen Maxed-Mauervernichter. Okay, das probieren wir einfach mal aus. Das probieren wir einfach mal aus, wie weit denn die Maschine kommt. Aber von unten? Ja, würde ich sagen, wir gehen von unten vor. Vielleicht kriegen wir die Königin ja auch noch ein bisschen angetatscht oder so. Auch geil. Da kriegen wir die Königin ein bisschen angetatscht, Mami. So. Bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Also, das Vieh ist von unten am Fahren. Jetzt wird die Königin natürlich gleich drauf einschießen. Okay, auch interessant, ne? Wenn die Königin im Weg ist. Und das Viech greift sie aber trotzdem nicht an. Es fährt einfach durch. Ich hätte gedacht, wenn die Königin halt direkt davor steht, dann würde das Viech zumindest mal einmal, ja, die Königin antatschen halt. Oh, und Tesla, pass mal auf. Ja, der kriegt natürlich jetzt schön Schaden. Auf den... Oh, der, wie gut das Viech einfach durchgeht. Ah, ja, oh, der geht ja jetzt zu der... Stimmt, der geht ja jetzt da hinten hin. Der geht ja jetzt da hinten hin, der Golem. Weil ich einen Golem drin habe, geht er ja nicht direkt aufs Rathaus. Ah, ist okay. Wir kriegen jetzt ein paar Pokale. Hoffentlich. Oder, nein, warte, ist ja die Frage überhaupt. Ist ja die Frage, wo der... Ja, die geht jetzt erst auf den König. Der Golem geht jetzt erst auf den König drauf. Ey, das ist... Wir müssen noch, glaube ich, noch eine schlechtere Base finden. Ich glaube, diese Base war noch nicht schlecht genug. Da gibt's, glaube ich, noch Luft nach unten. In diesem Fall, das ist es ja, Luft nach unten. Okay, wir geben auf. Fordern noch mal eben an. Ich brauche einen Maxed. Ach, herausfordern, ich bin so blöd. So, egal, und wächst Mauervernichter. So, aber mal sehen, dass wir ein Dingen davon bekommen. Ich habe noch 28 Minuten Schild. Ich hab mir ein Wochen Schild gekauft, damit ich halt die Pokale nicht wieder bekomme, ja, wenn du die hast. Ich würde sagen, wir haben auch noch zur Not, haben wir noch eine Belagerungsmaschine Level 1. Ich würde sagen, ich suche schon mal eben wieder einen Gegner raus und dann würde ich sagen, bis gleich. Okay. Es gibt hier ja gar keine Mauern. Das Problem ist, der Mauervernichter läuft, oder beziehungsweise der Mauervernichter rollt ja immer direkt zum Rathaus. So, dann würde ich mal sagen, wo ist denn die größte Strecke? Die größte Strecke ist wiederum von dieser, sagen wir mal hier vorne, von der Bauhütte ganz rechts. Also da. So, jetzt lassen wir ihn da hinfahren. Vor allem, ich habe Bowler drin. Ich habe Bowler in dem Mauervernichter. Das bedeutet, ich glaube, der... Oh nein! Eine Wendung der Ereignisse! Eine Wendung der Ereignisse! Nein! Das ist ja gleich tot! Hätte ich nicht gedacht, dass er darauf vorbereitet ist. Okay. Das war's. Ah, wie geil auch die... Guckt euch das mal an. Wie geil einfach nur diese Ballons aussehen mit dem Feuer. Wie geil die einfach nur aussehen. Ja, okay. Da hat er mich tatsächlich auf den falschen Fuß erwischt, muss ich sagen. Okay, Respekt. Oh, wir haben alles bekommen. Ja, geil, ich habe alles bekommen, bis auf den Mauervernichter. Ja, go, go, go halt. Go, 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 Mauervernichter bitte. Go, go, go. Ihr habt doch alle Mauervernichter. Man kann mit einem Juwel spenden. Go, go, go. Jetzt muss ich selber wieder einen machen. Hab ich doch kein Gold für. Natürlich habe ich Gold dafür, aber... Dafür nicht. Wenn man mit einem Juwel spenden kann. Leute, seid mir nicht so geizig. Spendet mir jetzt mal. Ich brauche einen Mauervernichter für einen Gem. Los. Warum habe ich das? Vor allem, das Viech habe ich schon. Boost brauchen wir nicht reinzukloppen dafür eigentlich. Deswegen würde ich sagen, wir machen kurz einen Cut. Ich level mich vielleicht noch mal einmal runter. Gucken wir mal, dass wir noch eine gute Base finden. Und dann, Leute, bis gleich. Der wäre so gut gewesen. Dieser Kollege wäre so gut gewesen mit dem Mauervernichter. Und ich habe keinen. Ich habe keinen. Wir werden jetzt aber trotzdem ihn austricksen. Er hat nämlich nur Level 1 Luftabwehr. Er hat zwar Bogitürme, aber
Wir sind ja schlau. Nein, wir sind nicht schlau. Okay, da ist auch eine Luftabwehr. Der kürzeste Weg zum Rathaus ist von da. Also quasi von hier unten. Und was sollen wir jetzt machen? Wir tricksen ihn jetzt aus, fliegen direkt zum Rathaus. Ah, ich hab nichts. Hab ich doch, ich hab was da drin. Hab ich Bola da drin? Ein Riesen. Das bringt mir ja gar nichts. Na egal. Wir gucken mal trotzdem, ob das Ding bis da hinten hinkommt. Ach stimmt, es wirft ja Bomben. Es wirft ja Bomben ab. Oh, und tot. Und da ist der Riese tot. Ach Mann, gib mir doch meinen verdammten Mauervernichter jetzt. Ah, müssen wir noch einen kleinen Cut machen. Ich bilde gerade was aus. Go, go. Go, 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 go. Es sind vier Leute online und keiner spendet mir einen Mauervernichter. Was ist hier los? Ich habe jetzt schon geboostet. Müsste gleich fertig sein. Leute, müssen wir uns ein bisschen gedulden. Hälfte fertig. Bis gleich. Okay, er hier hat doch wirklich... Er hat doch wirklich gar nichts. Er hat doch jetzt wirklich einfach gar nichts. Und was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt eine Schneise der Verwüstung durch diese Base ziehen. Oh, bitte hab jetzt nichts in der Clanburg. Ja, ich weiß, der Mauerfall nicht, der ist leer. Jetzt fährt er da rum. Ja, weiß doch nicht genau, wo er fahren soll, aber jetzt hat er sich entschieden. Jetzt fährt er. Ey, vor allem, jetzt guckt mir auch so mal jemand zu. Spendet mir doch lieber, statt dass ihr mir zuguckt, spendet mir doch lieber so einen Mauerfall nicht. Oh, guck mal. Er hat uns sogar einen kleinen Weg gebaut. Oh, Bombe. Ich müsste vielleicht mal eine Skelettfalle mitnehmen, allerdings... Ach, hätte er ja kaputt gemacht. Absolut kein Problem. Absolut kein Problem. Eins lebt noch. So, Clanburg. König kommt jetzt gleich raus. Und dann haben wir im Endeffekt, hat jetzt der Mauervernichter uns einen richtig schönen Weg gemacht, genau bis zum Rathaus. Den wir jetzt zwar nicht nutzen werden, weil ich noch ein paar Pokale verlieren will, aber... Einen richtig schönen Weg. Nicht sogar kaputt. Und ich würde sagen, es müsste gleich eventuell bitte nochmal einer mir einspenden. Entweder er spendet... Oh, warte mal, wir nehmen ein bisschen Loot noch mit. Ich wäre ja blöd, wenn ich den Loot nicht mitnehmen würde. Haha, habe ich mich fast noch vertan. Ja, jetzt ist der König noch unter Beschuss hier oder was? Also unter extremem Angriffsdruck von den Skeletten, Mami. So. Nur ein bisschen aufpassen. Ja, okay, kriegen wir oben gar nicht mehr hin. Kriegen wir oben gar nicht mehr hin, das noch zu holen. Okay, dann gehen wir auf. Ey, da habe ich zwei Zuschauer. Warum spendet mir denn keiner so einen verdammten Mauervernichter? Mann Gott, bitte. Mauervernichter, 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 Mauervernichter. Ist das so schwierig? Man kann doch zugucken. Ich war gut, klar, es müssen nicht unbedingt Leute aus meinem Clan sein. Aber trotzdem, bitte eine Mauer. Ich wollte doch nur einen Maxed haben. Der ist ja dann Maxed, weil es ja zwei Level oben drauf gibt, weil wir über Level 10 sind beim Clan. Ich wollte es euch doch nur zeigen. Ich wollte euch doch nur einen schönen Angriff zeigen mit dem Mauervernichter. Okay, wir gucken mal drauf, ob das vielleicht noch jetzt funktioniert. Auch eine gute Base, ne? Oh, die nehme ich, glaube ich, auch mal mit. Ich habe ja nicht mal was in der Clanburg. Aber er könnte auch hier, könnte er... Ey, warte, das wird lustig, glaube ich. Ich glaube, das wird sehr lustig. Moment, lass uns mal eben gucken. Wenn wir das mal so gerade durchziehen, gedanklich, dann müssten wir ihn eigentlich... Wo setzen wir ihn denn mal an, den Guten? Also da, okay. Mauer kaputt. Oh, das wird lustig jetzt. Das wird lustig. Vor allem, wie viel er aushält. Wie viel er einfach kaputt macht. Er fährt durch. Oh, da ist noch ein Tesla. Ja, nicht mehr lange, ne? Da ist nicht mehr lange ein Tesla. Boah, vor allem, wie viel er jetzt drauf einschießt und er bleibt einfach immer noch am Leben. Okay, den Tesla hat er nicht mehr gekriegt. Jetzt kommt noch der Magierturm. Dann kommt noch das Lager. Das vielleicht noch das Dunkle, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz im Weg. Aber auf jeden Fall, den Bogenturm müsste er eigentlich kriegen, oder? Ja, werden wir sehen. Wo geht er drauf? Ja, er geht erst aufs Dunkle Lager. Er lebt immer noch, er lebt immer noch, er lebt immer noch, er lebt immer noch, er lebt immer noch. Stell mal vor, wir hätten jetzt Level 3 Mauervernichter gehabt. Oh, ey. Das war cool. Das hat da direkt, guck mal, wie viel er da kaputt gemacht hat. 11% hat er alleine jetzt schon geholt. Und das war nicht mal die weiteste Entfernung. Ach, Leute, gib mir doch einen einzigen Mauervernichter. Na gut. Ich gebe nicht auf. Wir werden das irgendwie noch hinkriegen. Wir werden das irgendwie noch hinkriegen. Alter, ist denn niemand online? Ist absolut niemand online? Wir fragen jetzt mal den Iron Man. Kannst du mir einen MV spenden? So. Da bin ich mal gespannt. Wenn irgendwer das hinkriegen sollte, dann sollte das der Iron Man noch hinkriegen. Okay, wir suchen jetzt noch jemanden raus. Dieses Mal versuche ich... Ich habe ja nicht was in der Clanburg, oder? Habe ich überhaupt irgendwas in der Clanburg gehabt? Also versuchen mal, jemanden zu finden, der das Rathaus relativ weit außen hat, damit der Mauervernichter eine große Strecke hat. Eieiei.
Das ist Alter. Alter. Das ist übel. Wer kommt denn auf die Idee und macht so eine Base? Was? Wer kommt denn bitte auf die Idee und macht so eine Base? Ich glaube, wenn ich hier... Ich glaube, wenn ich den Kampf hier... Ich glaube, den besuche ich mal und kopiere mir die. Da habe ich Bock drauf. Okay, wir nehmen das trotzdem einfach mal mit. Aber das schaffen wir nie im Leben. Das werden wir einfach nie im Leben schaffen. Das werden wir niemals... Wollen wir ihn richtig angreifen, wenigstens? Wollen wir ihn mal richtig angreifen? Na, okay. Wir greifen ihn mal richtig an. Gehe ich später vielleicht mal in den Clan rüber und gucke mal, ob wir das hinbekommen. Das hatte ich mir nicht genau gedacht. Der Mauervernichter ist nämlich jetzt gleich schon tot. Das hatte ich hier schon erwartet. Ja, komm. Setzen wir mal 4 hin. Damit der Mauervernichter da mal halbwegs durchkommt. Er lebt noch ein bisschen. Er lebt noch ganz knapp. Er schafft's noch. Ja. Der Mauervernichter. Komm. Jetzt ist er nämlich durch. Hahaha. Jetzt ist der Mauervernichter nämlich durch. Sehr gut. Oh, was ist das? Rathaus Level 1. Also schon Rathaus Level 5, aber Rathaus Level 1. Ich will auch eigentlich gar keine Sterne holen. Deswegen gehen wir jetzt auch auf. Ach Mann, kommen wir in den Clan rein? Das wäre geil. Ich habe immer noch keinen Mauervernichter. Geil. Immer noch keinen bekommen. Mauervernichter von Angelslog, von Pinoy Mugi. Mugi was? Nur auf Einladung. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal eben rüber. Gucken wir eben, ob... Ich muss erst noch einen Anführer bestimmen. Kira, du bist jetzt Anführer. So. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Und ob wir den... Und ob wir die Base uns kopieren können. Klar. Nein, der ist voll. Ich bin so blöd. Nein. Na, okay. Wir müssen warten. Ja, ich meine, es ändert ja nichts. Ich hätte eh keinen Mauervernichter bekommen, weil einfach niemand da ist. Also von daher, was soll ich tun? Nein, schon wieder. Gehen wir mal 54 Juwelen aus. Und würde ich sagen, ich will es einfach noch probieren. Gerade, okay, es war schon relativ lustig. Eine Base. Oh, haben wir eine? Ja, wir haben eine gefunden. Aber wir werden niemals so weit durchkommen. Boah, wie machen wir das denn jetzt? Aber ich habe eine Idee. Warte. Ja, wobei, das ist auch langweilig, wenn wir von oben einfach durchgehen. Ah, jetzt wäre der Mauervernichter 3 so geil gewesen. Und der Typ... Niemand gibt mir einen. Weil der wird jetzt so nicht weit durchkommen. Und ich glaube ja auch, dass der nicht getriggert wird von dem Warden. Das ist das Problem. Der Warden hat ja keine... Ja, guck mal, was er in der Clanbook hat. Oh doch, es hat doch gewirkt. Ach Mann. Ich wollte doch einfach nur einen Level 3 Mauervernichter haben. Wollte doch nur zu meinen Freunden aus Pidoy. Aber naja, nichts ist es geworden. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal eine Wette. Oh, Buch der Zauber. Haben wir da drin. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns später wieder. Macht et gut, Leute. Einen schönen Start ins Wochenende wünsche ich euch. Tschüss. All my friends.